Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge 177 von Aborion. Wir haben letztes Mal zwei Sachen gemacht, so, ne, mit Bergbau und sowas. Und dann haben wir noch Schiffe verschoben. Da müssen wir jetzt weitermachen. Wir wollten, glaube ich, noch gucken, wo diese Forschungsgeschichte ist. Das machen wir jetzt nach dem Intro dann. Da gucken wir, wo diese Forschungssatelliten sind. Der Thomas Stehler hatte geschrieben, die bleiben auf jeden Fall immer im gleichen Sektor wohl. Und es wird wahrscheinlich auch kein Problem sein zu fragen, wo die dann sind. Und dann kommen wir bei zwei, drei wahrscheinlich irgendwie dahin, dass das dann klappt. Okay, bis gleich. So, dann müssen wir mal gucken. Hier ist das auf jeden Fall nicht, oder? Also, das wäre falsch. Wir müssten wenn N drücken. Ne, hier ist er nicht. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das erfragt bekommen. Was ist hier für ein Ausrufezeichen? Das ist ein Notruf. Casino ist da. Asteroiden. Tja. Irgendwo könnte das sein, aber ob das jetzt hier war, ist die nächste Frage, ne? Da sind vier Xotan-Schiffe wohl. So, das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir in irgendeinem Sektor kommen. Vielleicht ist hier das richtig, wo wir dann irgendwelche Schiffe fragen können, wo es ist, ne? Weil die können uns das ja, teilen uns das ja mit, wo ein Forschungssatelliten zu finden ist, ne? So. Und der Schnellreisen hatte der Thomas Steele mir auch noch gesagt, dass das da ist, dass wir das machen können. Ja, das müssen wir dann gucken. Aber erstmal fliegen wir jetzt dahin, wo hoffentlich andere Schiffe sind, die wir fragen können, wo Forschungssatelliten sind. So, N, und da gibt es ganz viele Sachen hier. Kreuzer, können wir den fragen? Ich weiß nicht, Kreuzer waren, glaube ich, diejenigen, die wir nicht fragen konnten. Ne? Genau so sieht's aus. So ein Pech. Ressourcendepot, Transformatoren, Lasermodulator, Kriegsroboter, Halbleiterhersteller, Gas. Ja, okay, das ist alles das, was ich jetzt nicht gerade brauchte. Northgate, Ost. Was war das denn jetzt? Mich jetzt einer angegriffen oder ist hier neben einer weggesprungen, dass das Bild so gefackelt hat? Das könnte natürlich auch sein, ne? Wahrscheinlich war es das. Würde ich jetzt nicht anders glauben. Ja, bestimmt war das so. Südwest, Nord, Ost, Nordost. Südwest. Südwest wäre da. Ja, komm. Lass uns gerade gucken. Südwest geht weit nach da unten. Ja, komm, machen wir. Weil bei den Toren sind ja auch definitiv andere Schiffe dann in der Nähe und dann können wir da auf jeden Fall nachfragen. Ach, wir können brauchen das gar nicht machen, das ist ja Blödsinn. Da können wir ja gar nicht hinspringen. Gibt es hier ein grünes Ding? Grünen Blips? Ich würde fast eher rechnen damit, dass der hier ist. Ne, ich würde sagen hier. Wir gehen mal die Koordinaten dahin springen. So, Cooldown. Ne, brauchen wir nicht. Wir können sofort springen, wenn das berechnet ist. Passt. So, wollen wir hoffen, dass da das Tor ist. Grünen Blips habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist es auch noch weiter, das Tor zum Springen gewesen. Wir werden es sofort wissen. Ne, hier ist nichts los. Aber da wird jetzt auch nicht angezeigt, dass der nach da die Verbindung hat, oder? Schon komisch. Hier steht auf jeden Fall zwei Tore. Nochmal bitte hier anzeigen. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Vielleicht doch hier. Es blinkt aber nichts, ne? Egal. Fisch oder Aal, oder wie sagt man? Komm, wir springen mal da dann hin. Vielleicht ist es ja da. Irgendwo müssen wir ja auch Leute finden, die uns was sagen können dann, ne? Nur Sprungroute berechnen. Zack, zack. Fast. Und was ist dahinter? Ja. Piraten sind hier nur. Macht Platz für unseren König. Verlasst diesen Sektor sofort. Wer ist denn euer König? Feindselig im Krieg.
Feindselig im Krieg, wo ist denn euer König? Wer möchte denn als erstes einen auf die Hucke haben? Obwohl, der kommt nicht näher, ne? Ne, der fliegt eher weg. Ist da euer König, der da so blinkt? Ich gucke mir das da hinten mal gerade an, was da blinkt. Sind hier noch Asteroiden oder sowas? Wracks sind hier. Ach so, du möchtest einen auf die Nase haben. Okay, ist kein Ding. Naja. Lass mich mal beidrehen und dann war es das für dich nämlich ganz schnell. Ja, wieso klappt das hier nicht? Habe ich irgendwelche Waffen ausgebaut? Zu weit weg. Wir sind ganz nah. Und dann sagt er zu weit weg. Hä? Was geht hier ab? Hallo? Können wir da mal angreifen? Erledigt. Du bist der Nächste. Komm mal hoch jetzt hier. Wo ist denn euer König? Habt ihr mir das schon verraten? Bevor der Letzte stirbt, muss er noch kurz sagen, wo der ist. Okay, der ist auch Geschichte. Da ist noch einer. Ach, das war schon ein Wrack. Und was ist hier los? Kommt da jetzt der König? Torpedos im Anflug, 3 Stück, ja. Wir sind gerade im Kreuzfeuer, das ist nicht so gut. Ich glaube, unsere Schilde waren das Problem, das hatte der Thomas auch geschrieben, ne? Der ist auch schon Geschichte. Lass uns mal gerade ein Stück wegfliegen. Ah, so viele Torpedos sind gerade nicht so dolle, ne? So, jetzt nehmen wir den. Okay, den haben wir wahrscheinlich so schon kaputt gemacht, dass wir den gerammt sind. So, jetzt hat es mal einen ordentlichen Treffer gegeben. Na, irgendwie sind die da gerade alle so verhakt, oder was? Wer ist denn das? Ist das der König? Der dauert so lange, ne? Pirate King, okay. Dann haben wir ja den richtigen gerade am Haken. Pirate King. Pirate King kriegt jetzt gerade einen auf der Hucke.
Torpedo ist immer noch im Anflug, ne? So, und jetzt ist gleich Sabbat für dich. So, Pirate King, jetzt wird's aber Zeit, dass er kaputt geht, ne? Ist der schon kaputt? Der ist schon kaputt, ne? Oder? Der ist schon kaputt. Da ist ja kein Rotes mehr dran. Dann bist du jetzt dran. Der ist auch erledigt. Wer möchte jetzt? Du? Okay, diesmal nehmen wir ein bisschen Schaden, ne? Okay. Der ist auch erledigt. Hier noch ein paar. Der ist schon kaputt. Einmal bitte drehen. Ja, 1000 Torpedos im Anflug ist klar, aber wir wollen den da kaputt machen. Und den drehen wir erstmal richtig schön rein. Und der ist auch erledigt. Dann du. Hey, ihr seid alle dran, keine Sorgen. Du bist nur ein bisschen weit weg, da müssen wir jetzt gucken, dass wir dich bedienen. Ja, da war mal ein ordentlicher Treffer. Jetzt geht das Schild auf jeden Fall runter und wenn das runter ist, dann geht's voran. Okay, der ist schon erledigt. Wo ist er jetzt da? Und Schild runter machen. Das geht jetzt, glaube ich, ab. Schild ist gleich weg und dann ist er auch schon erledigt. Ohne Schild geht's richtig voran, ne? Da sammeln wir noch was auf, will ich hoffen. Ne, haben wir nicht gekriegt. Na komm schon. So, wo ist noch ein roter? Sektor geklärt oder was? Ne, irgendwo ist noch einer rumhängen da. Da ist er. Das könnte aber schon der letzte sein. Ich sehe am Rand nicht wirklich einen. Okay. Sektor gesichert. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur ein paar Sachen aufräumen. Sammeln. Nicht aufräumen. Da vorne gibt es auf jeden Fall was Rotes, glaube ich. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ziemlich weit weg, ne? Aber ist halt so.
Ein Router ist dabei. Und was ist das rote Distanzmörser? T, exotisch, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da rechts ist nochmal sowas. Ich glaube, der da müsste es sein. Sah so aus, als ob da auch sowas ähnliches sein könnte. Aber nee, ich glaube, oder ist das rot? Nee, nicht geschafft. Und gucken, dass die Kampfhandlungen gleich vorbei sind. Also die Minuten. Okratan im Torpedo außergewöhnlich war der. Okay. Da unten gibt es noch was. Da. Lass mal gerade ins Baumenü gehen und gucken, ob wir schon reparieren können. Ja, können wir schon. Sehr gut. Wo waren die Teile jetzt? Da sind sie. Da, okay. Fliegen wir da noch vorbei. Kriegen wir die eingepackt, bitte. Das blaue haben wir schon. Schildgenerator. Wo ist jetzt das andere Teil? Der war doch noch gerade hier. Ist er abgehauen? Oh, war das jetzt ein Despawn? Da unten ist noch irgendwas Grünes. Das da. Schade. Dann haben wir den wohl nicht mehr eingesammelt. Gucken wir noch, dass wir den kriegen und dann ist alles gut, oder? Wo so ein grüner gar nicht nötig ist, den zu sammeln, oder? Ah, wir sind sowieso viel zu schnell da dran vorbeigeflogen. Ärgerlich. Da blinkt auch noch was. Das müssen wir auch noch begucken. Kriegen wir ihn jetzt? Ja. Und da ist das blinkende Signal. Das wollten wir uns ja angucken, ne? Aber da ist ein Asteroidengürtel drumrum, oder wie soll man das nennen? Naja, wir werden es gleich sehen. Aber ist noch eine ganze Ecke weg. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es nur so eine Marke wieder. Mit ein paar Koordinaten für die eine Lösung dann. Und gleich blinkt es nicht mehr, weil ich es kaputt geschossen habe, ne? ist noch da, ne? Ja. Wir müssen den mal gerade hier wegschießen. Wo ist denn das Ding zum Blinken? Oh, ganz weit da hinten. Ist hinter diesen Asteroiden sowieso. Da ist der Sender. Und wir können schon interagieren. Wenn du ein Teil von Operation Exo bist, dann weißt du, was du zu tun hast. Viel Glück. Tab bis Mission anpinnen. Ich mach das mal gerade. Du hast einen Sender gefunden, der mysteriöse Nachrichten an alle Teilnehmer der sogenannten Operation Exodus sendet. Okay. Ja, die Koordinaten werde ich nie zusammenkriegen, so viele sind das, ne? So, okay, das haben wir geschafft, aber ich denke mal, wir machen auch erst wieder einen Cut, müssen gucken, wie wir weiterkommen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!